Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit dem Review zu One Piece Kapitel 972 und sicherlich eines der tragischen Kapitel der One Piece Geschichte. Let's go! Shinobu verbreitet die Wahrheit beim Volk und diese sind extrem schockiert und verstehen jetzt erst, dass Oden sie die ganze Zeit beschützt hat. Fukurokuchu fängt Shinobu, welche sich von den Oniwabanju losgesagt hat. Shinobu wehrt sich gegen die Oniwabanju, während einige Bewohner Wanos Orochi darum anflehen, Oden am Leben zu lassen, doch Orochi lässt diese Bewohner einfach kaltblütig hinrichten. Orochi ist auf Rache aus, Oden hält immer noch das Brett und die Leute merken so langsam, wie blöd sie waren, als Orochi und Kaidos Männer bewaffnet um sie herumstehen. Irgendwie sind die Leute in Wano in der Lage, Pfeile Kilometer weit zu schießen, um Nachrichten zu verbreiten. Währenddessen hält Oden weiterhin am Brett fest. Man sieht, wie schwer es ihm fällt. Die Leute bedanken sich bei Oden und die Retainer werden daraufhin böse. Ach, jetzt seid ihr auf einmal auf unserer Seite? Ja, so sind Menschen halt nun mal eben. Oden erzählt, dass er gerne die Grenzen Wano Kunis öffnen wollen würde. Oden sagt auch, dass der Kozuki-Clan dafür verantwortlich war überhaupt, dass die Grenzen geschlossen wurden. Damit wollte der Kozuki-Clan das Land vor einer gewaltigen Macht von außen beschützen. Und wir wissen, wen er meint. Die Weltregierung. Er sagt des Weiteren, dass die ganze Welt auf jemanden wartete für 800 Jahre. Und wenn dieser jemand auftaucht, sollte Wano Kuni ihn willkommen heißen und ihm helfen. Oden ist sich sicher, dass er heute sterben wird. Und er bittet Wano, seine Grenzen zu öffnen. Die Hälfte der Zeit ist nun vorbei und Orochi wundert sich, wie Oden immer noch am Leben sein kann. Noch 10 Minuten, noch 5 Minuten, noch 1 Minute, 10 Sekunden, 3 Sekunden, 1 Sekunde. Oden hat es geschafft und alle freuen sich. Inuarashi und Nekomamushi streiten sich aber, ist dies möglicherweise der Streit, der die zwei so lange entzweit hat. Doch Orochis Leute stehen mit Knarren vor dem Topf, denn Orochi hat plötzlich seine Meinung geändert, er will Oden und seine Retainer erschießen lassen. Die Leute von Wano sind natürlich darüber sehr schockiert. Daraufhin lässt Oden einen letzten Schrei raus. Tut es für mich! Öffnet Wanos Grenzen! Oden wirft die Retainer weg, so dass diese fliehen können. Sie alle rennen um ihr Leben, um nicht erschossen zu werden. Aber natürlich alle mit Tränen in den Augen. Komischerweise schafft Kinemon es, seine Fesseln einfach zu zerbrechen. Wieso hat er das nicht schon vorher gemacht und versucht er einfach zu kämpfen? Die Retainer wollen nach Kuri fliehen. Ein bisschen dumm, wenn man genau darüber nachdenkt, denn genau das erwartet ja Orochi, oder nicht? Die Retainer rennen und heulen, Orochis Leute schießen, doch verfehlen. Kaido sagt, dass Odens Körper schon längst tot ist, er aber zu Ehren Odens ihn selbst erschießen wird. Das Zeitalter der Kozuki ist laut Kaido vorbei. Oden sagt, unterschätze nicht meine Samurai. Wir sehen nochmal alte Szenen zwischen den Retainern und Oden und wenn ich mir das so anschaue, kann ich kaum glauben, dass wirklich einer von ihnen der Verräter sein soll. Möglicherweise ist meine Theorie ja doch richtig und es war wirklich Toki, aber nicht weil sie in irgendeiner Form bösartig ist, nein, nur weil das die Prophezeiung von ihr verlangte. Kaido und Oden stehen sich nun zum letzten Mal gegenüber. Oden sagt, selbst wenn er vergessen wird, seine Seele lebt weiter und dies ist doch sehr interessant. Wir haben ja in One Piece den vererbten Willen. Nun sagt Oden, seine Seele wird weiterleben. Wird beim Willen vielleicht doch mehr als nur der eigentliche Wille weitergegeben? Können Seelen in One Piece vielleicht mehr? Kaido entschuldigt sich bei Oden dafür, dass ihr Kampf von der alten Hexe unterbrochen wurde. Aufgrund ihrer Tat ließ Kaido sie hinrichten und so ist es also gekommen, dass Mr. Two seine Frucht bekommen hat. Vermutlich wurde der alte Herr mit ihr zusammen hingerichtet. Oden sagt, Kaido solle stärker werden, aber für was denn eigentlich? Naja, Oden verabschiedet sich gedanklich schon bei Momo, Hiyori und Toki und nun bringt er seinen letzten Satz. Ich bin Oden und ich wurde geboren.
Doch bevor er seinen Satz beenden konnte, wurde er von Kaido erschossen und fiel ins heiße Öl. Die Bewohner in Wano holten tief Luft und schrien: "Zu kochen!" Ach schön, dass sie immerhin am Ende auf seiner Seite waren. Die Shamisen spielen und wir sehen Oden im heißen Öl versinken. Interessanterweise sehen wir am Ende nur noch seinen Mund und er ist gestorben mit einem Lächeln, obwohl er eigentlich kein D war. Und so endet eine Legende. Die Szene switcht nach Kuri. Toki bekommt die Nachricht von Odens Tod. Und wir kriegen Sätze von Oden zu lesen. "Wenn ich es nicht schaffe, Kaido zu besiegen, wird es in dieser Zeit niemand tun. In 20 Jahren wird es einen riesigen Krieg geben, welcher selbst das Meer in zwei spalten wird. In 20 Jahren werden die Hauptfiguren in diesem Krieg in die neue Welt kommen. Und sie werden Kaido besiegen. Wano wird in einem langen Winter sein." Hier ist interessant, dass Oden bei den Hauptcharakteren im Plural spricht, also Mehrzahl. Somit ist womöglich in der ganzen Prophezeiung nicht nur von einer Person die Rede, sondern mehrere. Vermutlich die ganze Strohhutbande. Diese letzten Worte von Oden stammen aus seinem Abschiedsbrief an Toki. Zuletzt sagt er zu ihr: "Wenn ich sterben sollte, benutz bitte deine Kräfte." Doch bevor wir weiterlesen können, zerreißt Toki den Brief. Wir sehen in einem Flashback, dass Oden Toki in der Zelle seine Schwerter gegeben hat für Hiyori und Momonosuke. Nur hier finde ich zwei Sachen etwas komisch. Wieso hatte Oden seine Schwerter im Gefängnis noch? Die hätte man ihm doch bestimmt abgenommen. Alleine schon aus Angst, er könnte sich befreien. Und zweitens, wie konnte Toki ins Gefängnis kommen? Immerhin musste man davon ausgehen, dass Orochi sie auch hinrichten wird. Toki sagt, dass wir, also Momo, Hiyori und Toki, nicht Odens Schwachstellen seien und dass Oden 20 Jahre in die Zukunft schauen soll. Und im nächsten Kapitel kommen wir in der Echtzeit zurück. Auch dieses Mal gibt es zum Glück keine Pause von Oda. Also ich muss sagen, es war echt ein mega Kapitel und Oden, fuck, der war echt ein ziemlich krasser Dude. Nur leider ein klein wenig zu naiv, muss man sagen. Er hatte wirklich alles geglaubt. Naja, wie ist denn eure Meinung über Oden und das Kapitel? Schreibt mir eure Meinung dazu doch einfach unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, smasht den Abo und den Like-Button. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.